Neue Wende im Fall Marius Borkelby, einstweilige Verfügung gegen Kronprinzessin Mette Marit. Das norwegische Königshaus steht nach dem Skandal um Mette Marit Marius Kopf. Jetzt bekommt er erste Konsequenzen zu spüren. Oslo, der Skandal um Marius Borkelby, 27, schlägt weiter Wellen. Der Sohn von Kronprinzessin Mette Marit, 51, wurde am 4. August 2024 verhaftet. Weil er eine junge Frau psychisch und körperlich angegriffen haben soll. Wenige Tage später gab er die Tat sogar in einem offiziellen Schreiben zu. Ebenso wie seine Drogensucht. Für sein Handeln wolle er Verantwortung übernehmen. Jetzt folgen erste Konsequenzen. Neue Wende im Fall Marius Borkelby, einstweilige Verfügung gegen Kronprinzessin Mette Marit. Bisher war von Ron nur wenig zu sehen. Mette Marit Marius ließ sogar schon wieder die Korken knallen. Was das Verhältnis zu der geschädigten Frau angeht, standen ebenfalls einige Fragen im Raum. Ob es sich um seine Ex-Freundin oder um seine Freundin handelt, war unklar. Doch jetzt wird bekannt. Das Opfer hat eine einstweilige Verfügung gegen Marius erwirkt. Das bestätigt nun ihre Anwältin Mette Yvonne Larsen gegenüber VG. Die einstweilige Verfügung gelte bis März 2025. Im Gespräch mit After & Per Osten erklärt die Juristin außerdem, dass ihre Mandantin diesen Schritt zunächst nicht habe gehen wollen. Das habe sich jetzt aber geändert. Es wurde als notwendig erachtet, aber ich habe keine weiteren Kommentare, so Larsen. Auch die Polizei bestätigt, dass Marius der einstweiligen Verfügung zugestimmt habe. Die Grundlage für die einstweilige Verfügung ist, dass das Opfer sie wünscht. Ansonsten will sich die Polizeidirektion Oslo nicht zu den Hintergründen der einstweiligen Verfügung äußern. Am 2. September ist sie in Kraft getreten. Körperverletzung, welche Strafe droht Mette Marit Skandalsen Marius? Welche Konsequenzen könnten den Skandalsen der norwegischen Kronprinzessin noch erwarten? Im Gespräch mit dem norwegischen Fernsehsender TV2 schätzen Anwälte den Fall ein. Die Spanne der Vermutungen reichen von Geld bis hin zu Freiheitsstrafen. 21 bis 30 Tage, Haft, Anmerkung der Redaktion, vorausgesetzt, die Gewalttätigkeit ist begrenzt, erklärt Anwaltstjern Tronnesbast ein. Individuelle Umstände kommen aber auch noch ins Spiel. Das weiß auch Anwältin Mariana Lutzig, wenn es sich um Strangulation oder einen Schlag ins Gesicht handelt, droht eine Haftstrafe. Auf ein Statement von Mette Marit zu dem Drama um ihren Sohn wartet man bislang vergebens. Prinz Håkon, 51, hingegen wurde bereits mit unangenehmen Fragen konfrontiert. Verwendete Quellen, TV2, After & Per Osten, VG.